Wenn es um gute Dokumentationen geht, ist auf Arte eigentlich immer Verlass. Ich habe mich ja kürzlich erst sehr positiv geäußert über eine Dokumentation zum Thema Corona. Aber auch hier ist nicht alles Gold, was glänzt. Eine Reportage über E-Autos jedenfalls hat mehr für Verwunderung als Begeisterung gesorgt. Die Energiewende ist ein einziges Greenwashing. Man gibt sich einen sauberen Anstrich, doch die Verschmutzung wird nur verlagert. Die Energiewende verspricht eine Welt mit mehr Verantwortungsbewusstsein. Doch insgeheim ist sie bereits Ursache für zahlreiche Umweltschäden. Okay, diese Doku lief also Mitte November auf Arte. Und wer eben genau hingeschaut hat, dem fallen schon die Unterschiede beim Titel auf. Während die französische Version übersetzt heißt »Die verborgene Seite der grünen Energien«, heißt die deutsche Fassung »Umweltsünder E-Auto«. Das Fragezeichen dahinter hätte man sich auch sparen können. Denn diese gut 90-minütige Reportage lässt von Anfang an keinen Zweifel daran, dass sie E-Autos für riesige Umweltsünder hält. Nun, natürlich soll man auch gerade den grünen Energien hart auf den Zahn fühlen, denn nur allzu oft werden sie als Allheilmittel gegen Umweltverschmutzung angepriesen. Und das sind sie natürlich nicht. Bei den E-Autos etwa ist klar, dass gerade die Herstellung und die Entsorgung der großen und schweren Batterien ökologisch nicht unproblematisch ist. Aber hier geht es noch um viel mehr Aspekte. Und vor allem, und das regt zum Beispiel den Öko-Blogger Graslutscher extrem auf, werden hier viele Behauptungen aufgestellt, aber oftmals nicht belegt. Es ist einfach, es ist gar keine Dokumentation. Es ist im Prinzip eine Art Spielfilm mit einer Pseudo-Message, aber es ist keine Recherchearbeit im Sinne. Es hat eigentlich für mich nichts von Journalismus, sondern es ist ein reines Meinungsstück. Es könnte unter Kommentar laufen, aber das tut es halt nicht. Sie verbrauchen zwar kein Benzin oder Diesel mehr, doch dafür sind bei der Herstellung der Batterien von E-Autos andere Rohstoffe unentbehrlich. Seltene Metalle. Der Begriff seltene Metalle ist vor allem ein geologisches Kriterium. Sie sind selten, weil sie in der Erdkruste weniger reichlich vorkommen. Es gibt die klassischen seltenen Metalle wie Gold, Silber, Zinn und Platin und dann die eher unbekannteren seltenen Erden wie Europium, Samarium und Gadolinium. Letztere haben besondere physikalische und chemische Eigenschaften, die zum Betrieb eines Elektroautos notwendig sind. Das ist sicherlich richtig, aber das war bei herkömmlichen Autos ja auch schon so. Und ebenso bei Smartphones, bei Stereoanlagen und überhaupt bei fast allem aus dem Bereich der Elektronik. Die seltenen Erden sind schon seit Jahrzehnten ein Thema. Die Doku suggeriert aber nun, speziell E-Autos würden diese seltenen Erden brauchen. Und das ist natürlich eine bewusste Irreführung. Oder man könnte es auch anders ausdrücken. Man redet bewusst etwas schlechter, als es ist. Es kommt irgendwas Neues raus und dann guckt man, ob dieses Neue irgendwelche Nachteile hat und sagt, oh, guck mal, das ist ja ganz schlimm, das hat ja folgende Nachteile. Und es ist sicherlich auch wertvoll, diese Nachteile mal aufs Tablett zu bringen, damit alle Bescheid wissen. Aber wenn ich das dann nicht abwäge gegen die Nachteile der konventionellen Technologie, die sonst alle benutzen müssen, dann ist es eigentlich ziellos. Das macht auch der Fokus, der sagt dann immer, was alles Böses in veganen Burgern drin ist und dass die alle ganz schlimm sind. Und das ist sicher auch ganz interessant, nur wenn man danach nicht mal guckt, was ist denn in normalen Fleischburgern drin, dann ist die Sache recht nutzlos irgendwie. Dann kann man sich da eigentlich keine Meinung bilden. Und das gab es auch schon bei LED-Birnen, ich weiß noch. Da hieß es dann, ja, und dann werden da bestimmte seltene Metalle benutzt und dann, die werden irgendwo ausgegraben. Ja klar, werden die auch, aber Wolfram wächst auch nicht am Baum. Mit dem haben wir irgendwie über Jahrzehnte Glühbirnen benutzt. Und da hat niemand gesagt, oh Gott, wo kommt denn der ganze Wolfram her? Das stand im Supermarkt rum und alle haben es gekauft. Hm. 2009 initiiert Jean-Louis Borloos Umweltministerium eine große wissenschaftliche Studie zum Elektroauto. Sie soll die Ökobilanz von Elektro- und Verbrennungsfahrzeugen miteinander vergleichen.
Demnach verschmutzen beide Autotypen die Umwelt im selben Maße. Moment, wann ist das gewesen? 2009? Sind wir inzwischen 11 Jahre weiter? Hat die Elektromobilitätstechnik seitdem einen Quantensprung gemacht oder nicht? Es gibt zum Beispiel eine aktuelle Studie aus den Niederlanden, die zu anderen Ergebnissen kommt. Das lässt man natürlich weg. Sind die Macher zu blöd oder ist das tatsächlich bewusste Boshaftigkeit? Die haben sehr alte Quellen genommen, teilweise Dinge auch einfach so behauptet, ohne es überhaupt zu belegen. Und ich habe jetzt auch gerade in der Nachlese gesagt, also das, was normale YouTuber heutzutage produzieren, hat mehr Hand und Fuß und seriöser als das, was jetzt Arte ausgestattet hat. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Vor allem auf einem Feld drückt die Doku sehr stark drauf. Es werden Menschen vor Ort gezeigt. In China, in Chile und anderswo. Arme Menschen, die für einen Hungerslohn und fernab von gesundheitlichen Standards ihren Dienst tun. Das ist in der Tat etwas, was kritikwürdig ist. Aber auch hier gilt wieder, dass es ja nicht allein für E-Autos gilt, sondern im Grunde für jeden Industriezweig. Und natürlich auch für veraltete Technologien. Denn niemand behauptet ja, das E-Auto sei 100% durch und durch ökologisch. Das wäre schön, aber ist natürlich Quatsch. Und dann kann ich irgendwie so einen Sender da hinkommen und die ganze Zeit sagen, grün und nachhaltig und sauber, das sind alles Vokabeln, die treffen nie den Kern. Es gibt nicht die saubere Technologie, mit der wir irgendwie alles lösen können. Alles, was wir so als Menschen produzieren und konsumieren, erzeugt irgendwo einen Schaden. Wir können halt immer nur ein bisschen dran drehen, wie groß der Schaden ist. Aber zu sagen, wir machen jetzt irgendwas und das hat überhaupt keine Auswirkungen, das gibt's eigentlich gar nicht. Jan beschreibt in seinem Blog, nach welchem typischen Rezept solche Dokus funktionieren. Erstens, man suche sich eine grüne Technologie aus. Zweitens, man recherchiere, welche chemischen Elemente darin zum Tragen kommen. Drittens, man fliege ans andere Ende der Welt, wo es Abbaugebiete für diese Elemente gibt. Viertens, man dokumentiere die Missstände und interviewe möglichst viele traurige Menschen. Fünftens, man ziehe zu düsterer Musik das Fazit, dass die grüne Technologie die alleinige Ursache für das zu sehende Leid ist. Und man kann auch sechstens hinzufügen, als Gegensatz werden dann hippe europäische Leute und Messen gezeigt, um unser aller Ignoranz gegenüber der dritten Welt zu unterstreichen. Wie gesagt, eine kritische Beleuchtung von neuen Energieformen und Mobilitätskonzepten ist richtig, aber es muss gut belegt sein. Und unterm Strich ist ein E-Auto neuesten Studien zufolge ökologisch sauberer als der gute alte Verbrenner. Aber eines sollte trotzdem jedem klar sein. Das umweltfreundlichste Auto ist gar kein Auto. Die Mediathek bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.